Hey ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Data von Taha. Liebe Leute, heute ist es soweit. Heute spielt unsere deutsche Nationalmannschaft und wir werden unseren Titel auf jeden Fall verteidigen. Das sage ich euch. Ja, wir werden gewinnen. Ja, wir werden gewinnen. Nicht wahr, Gomez? Ich glaube, er sieht eher aus wie ein Chinese als wie ein Gomez. Naja, dann haben wir eben einen Chinesen in unserer Mannschaft. Liebe Leute, ich bekomme sehr häufig die Frage von vielen Usern, was macht man in der Situation, wenn im vorderen Bereich der Front die Haare langsam ausfallen? Das heißt, im vorderen Bereich der Lace an der Front wird es dann mit der Zeit total unnatürlich und dann fällt es auf, dass man ein Haarteil trägt. Was kann man denn dagegen machen oder wie kann man da vorangehen? Heute möchte ich euch das gerne zeigen, aber ich weise nochmal ganz klar darauf hin. Ich zeige euch heute die Methode, wie man das machen kann. Ganz, ganz wichtig für Anfänger, wenn ihr euch das nicht zutraut und ihr total unsicher seid, dann tut mir bitte einen riesen Gefallen und geht zu eurem Haarteilstudio. Dann lasst es lieber die machen. Verschneidet man sich da einmal, ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass dann die Natürlichkeit nicht mehr gut aussieht. Das zum einen und zum anderen, dass das Haarteil dann nicht mehr richtig sitzt. Also, wenn ihr euch das nicht zutraut und ihr das nicht könnt, lasst es bitte. Okay? Okay. Liebe Leute, was ihr auf jeden Fall schon mal dafür braucht, ist ein Styroporkopf. Das ist sehr, sehr wichtig, weil dort könnt ihr dann euer Haarteil befestigen. Zum Befestigen benötigt ihr solche Nadeln. Diese Nadeln, wie ihr seht, haben ein T-Form. Das heißt, wie ich das jetzt hier vorne gemacht habe, dass ich dann praktisch die Nadel direkt in die Lace reingestochen habe, ist nicht richtig. Das möchte ich ganz klar sagen. Die Lace vorne oder das Haarteil ist schon kaputt. Das ist mein Probehaarteil. Deshalb habe ich es dort reingestochen, um es euch dann nochmal richtig demonstrieren zu können. Normalerweise werden dann diese Nadeln, da werden dann praktisch die Haare runtergezogen und dann werden dann diese Nadeln dort in den Haaren reingestochen, um auf jeden Fall zu vermeiden, dass man das Haarteil verletzt, okay? Also, bitte, wenn ihr solche Nadeln habt, nicht in die Lace rein, sondern in den Haaren rein, ja? Also, ihr braucht solche Nadeln und dann braucht ihr eine scharfe Schere. Ich habe hier eine ganz normale Friseurschere. Sehr empfehlenswert sind Zickzackscheren, weil dann schneidet man praktisch in die Lace solche Zickzack rein, dann sieht es noch natürlicher aus. Das machen sehr gerne die Haarteilstudios, vorsichtig gesagt, die Haarteilstudios, die das, ich muss das vorsichtig sagen halt, naja, die schon etwas älter sind. Aber dann, diese Methode hat sich tatsächlich bewährt und solche Leute, naja, die aus den älteren Haarteilstudios sind, die haben sehr viel Erfahrung und die Methode ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ich hoffe, ich habe alles gerade richtig gesagt. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr auch eine ganz, ganz normale Schere nehmen. Und jetzt würde ich euch gerne zeigen, wie wir da vorangehen. Also, ich hoffe, ihr könnt es jetzt gerade gut sehen. Ich habe mit der Klammer die Haare nach oben gesteckt, so dass ich im vorderen Bereich die Lace sehen kann. Ich erkenne jetzt hier im vorderen Bereich, dass dort die meisten Haare ausgefallen sind. Und von hier aus bis circa dahin möchte ich jetzt die Lace zurechtschneiden. Wichtig dabei ist, dass ich nicht die einzelnen Haare mitschneide, sondern wichtig ist, dass ich nur in diesem Bereich die Lace zurechtschneide. Ich nehme jetzt schon mal die Lace vorne vorsichtig ab. Jetzt habe ich die Lace abgenommen und jetzt möchte ich praktisch hier im vorderen Bereich die Lace zurechtschneiden. Dazu nehme ich jetzt die Schere ganz entspannt und nochmals weise ich ganz klar darauf hin, wenn ihr euch das nicht zutraut, dann lasst es bitte. Okay? Ganz, ganz wichtig. Dann lasst es bitte. Die einzelnen Haare krempel ich jetzt vorsichtig nach oben und ich sehe exakt, wo ich jetzt hier schneiden soll. Also starte ich im Endeffekt aus diesem Bereich. Dabei müsst ihr auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein, dass ihr nicht das Haarteil grundsätzlich verletzt und dass ihr nicht zu viele Haare wegnimmt. Was sehr, sehr wichtig ist, dass die Schere auf jeden Fall scharf sein muss. Das ist sehr, sehr wichtig.
Wie ihr seht, gehe ich ganz, ganz vorsichtig der Linie nach, aber exakt nur in dem Bereich, wo die Haare praktisch fehlen. Jetzt seht ihr hier Folgendes. Das darf man nicht zulassen, dass hier vorne so eine Kante entsteht. Die muss ich, das heißt, gleich zurechtschneiden. Ich schneide jetzt gerade mit einer scharfen Schere. Was man auf jeden Fall machen kann, man kann sich aus einem Bastelladen eine Zickzackschere holen. Dann sieht das Ganze im vorderen Bereich noch natürlicher aus. Da erreicht man eine höhere Natürlichkeit. Und dann würde es auch nicht auffallen, wenn man sich verschneiden sollte. Ich korrigiere jetzt noch vereinzelte Punkte. Hier habe ich beispielsweise eine Kante gesetzt. Und da mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe hinten ran und schneide die vorsichtig ab. Jetzt sieht die hier im vorderen Bereich gerade aus. Die einzelnen Kanten kann man dann ganz einfach korrigieren, denn der Vorteil bei so einem Haarteil ist, beziehungsweise gerade bei einer Lace, dass die sehr einfach zu schneiden sind. So, jetzt habe ich praktisch in diesem Bereich die Front vernünftig eingeschnitten. Als nächstes setze ich wieder das Haarteil hier vorne auf und gehe praktisch mit meinen T-Nadeln einmal hier an den Haaren ran und befestige die Haare. Ich steche aber niemals in die Lace direkt rein. Das befestige ich jetzt nochmal noch doller. So. Und jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Sache. Jetzt habe ich vorne im vorderen Bereich die Lace vernünftig eingeschnitten. Die Haare habe ich nach oben gesetzt bzw. festgemacht. Und jetzt nehme ich praktisch so einen Kamm und ziehe vereinzelte kleine Haare hier raus. Nicht zu viel. Vereinzelt kleine Haare ziehe ich hier raus. Die schiebe ich nach vorne. Die werden auch sehr gerne Babyhaare genannt. Ich muss zwischendurch immer in den Monitor gucken. Vereinzelte kleine Haare ziehe ich raus. Jetzt nehme ich wieder meinen T-Nadel und steche einmal hier rein. Jetzt mache ich Folgendes. Ich werde jetzt mir einzelne Babyhaare reinschneiden. Die Babyhaare sorgen dafür, dass die Front noch weit natürlicher aussieht, okay? Jetzt nehme ich praktisch diese Haare und nehme dann ein Messer. Das Messer, was ich benutze, wie ihr seht, sieht es etwas anders aus. Und zwar, es hat hier vorne Zickzack. Die einzelnen Zickzackformen, die ihr hier seht, sorgen dafür, dass ich zum Teil das Haar ausdünne und zum anderen sorge ich dafür, dass das Haar ungleichmäßige Kanten kriegt. Dadurch sieht es viel natürlicher aus. Mit einer geraden Klinge bekomme ich ganz gerade Kanten und gerade Kanten sehen bei einem Haarteil sehr unnatürlich aus, da die Haare ja nicht nachwachsen. So, jetzt nehme ich noch weiterhin einzelne Härchen und reiße die praktisch leicht raus. Meine Frau ist zum Beispiel ein Riesenfan von den ganzen Babyhaaren. Ich war früher persönlich überhaupt gar kein Fan von. Heute finde ich sie tatsächlich sehr, sehr gut, weil es sorgt wirklich dafür, dass der vordere Bereich natürlicher aussieht. Wie ihr seht, bedecken langsam die Babyhaare die vordere Front. So, jetzt nehme ich mir noch ein paar Härchen hier in diesem Bereich, damit ich auch da eine angemessene Natürlichkeit erreiche. Und reiße hier ein bisschen ein paar Härchen raus. Ich habe jetzt etwas mehr Haare rausgerissen. Ich greife jetzt mit meinem Kamm hier die einzelnen Strähnen raus. Dieser Kamm wird sehr häufig beim Haarefärben benutzt. Dann kann man dann praktisch die Strähnchen
rausziehen. Die einzelnen Haarsträhnchen, die man gerne haben möchte, die kann man da rausziehen. Seht ihr, wie einfach das geht? So. Jetzt gucken wir uns jetzt mal das Haarteil genauer an. Ich habe jetzt mal vereinzelt meine Babyhaare hier vorne rausgezogen. Jetzt nehme ich das einmal ab und kämme einmal ganz entspannt durch. Und wie ihr seht, so, jetzt kämme ich die Haare einmal noch mal ganz kurz vorne durch. Und wie ihr seht, habe ich Folgendes erreicht: durch die Babyhaare und das Einschneiden der Front habe ich es erreicht, dass das Haarteil vorne natürlich aussieht. Wenn man das dann noch zurecht stylt, dann sieht es hinterher sehr, sehr natürlich aus. Liebe Leute, ich hoffe, ich habe es euch heute vernünftig erklären können. Tut mir bitte einen Gefallen. Wenn ihr euch das nicht zutraut, wenn ihr gerade für Anfänger, dann tut mir bitte einen Gefallen und fangt nicht euer Haarteil selber einzuschneiden. Damit kann man ganz, ganz viele Fehler machen. Und eins kann ich euch sagen, da kann ich euch Geschichten erzählen. Also nicht nur ich, er auch. Und macht es auf gar keinen Fall selber, wenn ihr da unerfahren seid. Dann geht lieber in eurem Haarteilstudio und bezahlt ein bisschen Geld. Aber dann ist es gewährleistet, dass da alles korrekt ist, okay? Liebe Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen, irgendwelche Anregungen habt, habt ihr die Möglichkeit, mir einen Kommentar zu schreiben. Ihr habt natürlich selbstverständlich auch die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Meine E-Mail-Adresse wird für euch hier unten angezeigt, oder? Jupp. Ansonsten würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mir ganz, ganz viele Like gibt und folgt mir bei Instagram. Da bin ich jetzt auf jeden Fall weit, weit, weit aktiver. Und wenn ihr irgendwas sehen wollt, sagt mir einfach Bescheid. Schaut euch heute unser WM-Spiel, unsere deutsche Nationalmannschaft, feuert sie an und passt auf euch auf, bleibt gesund und denkt an eins: pflegt eure Haare. Euer Ihab und euer Juan. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Juan. Bist du Juan? Juan. Schönen Abend noch.